Igor Strawinsky, das ist Musik pur. Denn seine Werke, so meinte der Komponist einst, sollten gelesen und ausgeführt, aber nicht interpretiert werden. Das Dortmunder Theater stellt als Kooperation von Musiktheater und Tanz zwei herausragende Werke Strawinskys direkt gegenüber. In dem 1927 uraufgeführten Opernoratorium Ödipus Rex porträtieren Igor Strawinsky und sein Librettist Jean Cocteau in Anlehnung an das antike griechische Drama und mit archaischer Eindringlichkeit den Menschen als Marionette, zappelnd an den Schicksalsfäden, an denen die Götter ziehen und zerren. Ein Sprecher führt den Hörer durch die Handlung, während die Musik nicht zuletzt aufgrund der lateinischen Sprache statuarisch festgeschriebene Züge annimmt, zuweilen aber auch Anklänge an die italienische Oper und den Jazz zulässt. Obwohl Ödipus Rex und das 14 Jahre zuvor für das Ballet Russe entstandene Ballett Le Sacre du Printemps zwei unterschiedlichen Kompositionsphasen Strawinskys zuzuordnen sind, so zeigt ihre direkte Kombination durchaus Verbindungslinien auf. Denn in beiden Fällen werden Grenzsituationen beschrieben, wird das Verhältnis von Individuum und Kollektiv reflektiert. Denn das brutale Schicksal, das blind ist fürs individuelle Leid, waltet sowohl über dem Leben von Ödipus wie auch über dem erwählten Mädchen des Frühlingsopfers. Grelle Orchesterfarben, die zuweilen scharfen Dissonanzen und rhythmische Brutalität kennzeichnen eine Musik, die noch immer unter die Haut geht. Dabei wollte Igor Strawinsky nur die leuchtende Auferstehung der Natur schildern. Allerdings mit der ganzen Kraft eines großen Orchesters.